Hi zusammen, ich bin der Simon und ich arbeite bei Ergon in der Ergonomieabteilung und ich zeige euch heute, wie ihr unser BT Gravel, BT Allroad oder BT Road Lenkerband vernünftig wickeln könnt. Dazu braucht ihr ein paar Werkzeuge, die habe ich euch hier mal mitgebracht. Ihr beginnt immer damit, dass ihr das alte Lenkerband abwickelt. Danach liegt der Lenker frei und ihr könnt es wunderbar sauber machen mit Aceton oder Alkohol oder Ähnlichem. Tragt das einfach auf so ein paar Reinigungstücher oder Küchentücher auf und reibt den Lenker damit ab. Dazu benutzt ihr bitte ein paar Montagehandschuhe, wie wir hier, oder einfache Nitrilhandschuhe. Gehen da auch, damit ihr euch eure Finger nicht so versaut. Dann braucht ihr noch eine Schere oder einen Seitenschneider, um das Lenkerband entsprechend einzukürzen. Und als letztes Gaffertape oder Isoband für Simmys Spezialtipp, zeige ich euch gleich. Ihr habt euer altes Lenkerband abgewickelt und die Griffgummis hochgeklappt. Und jetzt können wir den Lenker richtig sauber machen, bevor wir dann mit dem neuen Wicklungsprozess anfangen. Zum Reinigen schnappt ihr euch euren Alkoholreiniger oder euer Aceton, zieht euch die Schutzhandschuhe an, träufelt davon ein bisschen was auf das Reinigungstuch und reibt den Lenker einfach ab, bis ihr keine Rückstände mehr auf dem Lenker vorfindet. Dann kommen wir zur Einstellung des Lenkers. Hier schaut ihr einfach, ob der Lenker mittig im Vorbau sitzt und wie die Verdrehung des Lenkers ist. Ich empfehle euch hier 0 Grad. Der zweite Schritt wäre die Ausrichtung der Schaltbremsgriffe. Wenn ihr hier weitere Details wissen möchtet, empfehle ich euch unsere Fittingbox. Da sind nochmal weitere Vorgaben und Einstellungstipps drin enthalten. Außerdem könnt ihr jetzt schauen, ob eure Leitungen und Kabel noch vernünftig mit Isoband umwickelt sind. Die meisten Lenker geben vor, wo euer Lenkerband endet. Jetzt kommen wir hier zu Simmys Special Tipp. Schnappt euch euer Isoband oder euer Gaffertape und markiert euch euer gewünschtes Lenkerbandende auf der einen Seite. Dann nehmt ihr das Maß zum Vorbau, übertragt es auf die andere Seite, klebt da euer Isoband wieder hin und ihr habt sichergestellt, dass ihr links und rechts den gleichen Abstand von Lenkerbandende zu Vorbau habt. Wenn ihr extra Komfort und extra Dämpfung wünscht, empfehle ich euch unser BT Autocell Padset. Da wäre jetzt der Moment, das Ganze auszurichten. Ich zeige euch das einmal. Wir starten mit dem Pad für die Oberseite des Lenkers. Ihr richtet das am Radius des Oberlenkers aus. Hier könnt ihr über die Einkerbungen nochmal den Radius vom Pad angleichen und schaut dann auf der Innenseite, ob das Pad über den gewünschten Lenker, über das gewünschte Lenkerbandende raussteht. Wenn ja, schnappt ihr euch die Schere und schneidet das Pad an der entsprechenden Markierung ab. Im zweiten Schritt holt ihr euch das Pad für die Unterseite des Lenkers, richtet das am Ende des Lenkers aus und klebt es sauber nach oben hin auf. Ganz wichtig, unsere Lenkerbänder sind richtungsorientiert, das heißt, wir haben eine rechte und eine linke Seite. Wir starten hier mit der rechten Seite und haben entsprechend das rechte Lenkerband dafür. Zuallererst schneidet ihr euch ein Stück vom Lenkerband ab, ca. 8 bis 10 cm, und damit könnt ihr eure Griffschelle vom Schaltbremsgriff kaschieren, indem ihr es einfach aufklebt. Beim Aufkleben des Stücks achtet darauf, dass die Löcher des Bremsgriffs frei bleiben und nachher die Pins wieder sauber darin einrasten. Das Lenkerband hat zwei Texturoptionen, eine grobe und eine feine für mehr Grip gegenüber mehr Bewegungsfreiheit. In der Standardorientierung beginnt ihr eure Wicklung mit der groben Texturrichtung. Wenn ihr die feine Texturausrichtung haben möchtet, schnappt euch einfach das Ende des Lenkerbandes und legt es auf, beginnt die Wicklung wie hier gezeigt. Die erste Wicklung sollte dabei möglichst straff und gerade ausfallen. Nach der ersten Wicklung könnt ihr euch beim Wickeln an unserer Wickelhilfe orientieren. Die Wickelhilfe ist eine Einteilung in Drittel in der Textur. Wenn ihr euch daran orientiert, sieht das Lenkerband einfach sauber und ordentlich aus. Wenn ihr an der ersten Biegung im Unterlenker angekommen seid, löst euch gedanklich etwas von unserer Wickelhilfe. Hier müsst ihr innen etwas mehr Überlappung wickeln und außen etwas weniger, damit die Lenkerbandkanten nach wie vor verdeckt sind. Wenn jetzt hier die Wicklung nicht richtig sitzt oder euch nicht richtig gelingt, könnt ihr sie einfach wieder ein, zwei Wicklungen aufwickeln, korrigieren und wieder neu aufbringen. Wenn ihr an der Bremsgriffunterseite angekommen seid, seht zu, dass ihr hier die letzte Wicklung an der Unterseite so wählt, dass die Lenkerbandkante sauber in der Phase von dem Bremsgriff verschwindet. Danach wickelt ihr einfach weiter um den Bremsgriff drumherum, bis ihr auf der Bremsgriffoberseite angekommen seid. Stellt hier nur sicher, dass ihr die Löcher für die Griffgummis nicht zuwickelt. Auf der Lenkeroberseite könnt ihr euch jetzt hier wieder an unserer Wickelhilfe
orientieren. Wenn ihr im engen Radius des Oberlenkers angekommen seid, ist es ähnlich wie im Unterlenker. Wieder von der Wickelhilfe etwas lösen, innen etwas mehr Überlappung, außen etwas weniger, aber sicherstellen, dass der gesamte Lenker noch mit Lenkerband bedeckt ist. Wenn euch so wie mich jetzt hier die Schutzfolie stört, nehmt sie einfach in die andere Hand und reißt sie ab. Dann habt ihr wieder mehr Bewegungsfreiheit beim Wickeln. Jetzt seid ihr auf der Oberlenkergeraden angekommen. Wenn ihr unser Gravelband verwendet, könnt ihr euch jetzt hier an unserer Zweidrittelüberlappung orientieren. Dadurch wird der Greifumfang etwas dicker und ihr erzeugt mehr Dämpfung. Hier haben wir jetzt unser Allroad-Band und auch bei unserem Roadband wickelt ihr einfach weiter mit der Eindrittelüberlappung und ihr erhaltet euch euer direktes Fahrgefühl. Wenn euer Lenkerband hier auf die Markierung trifft, setzt ihr einfach einen kleinen Schnitt im rechten Winkel zum Lenker, wickelt das Lenkerband etwas ab und schneidet das Lenkerband sauber an der Schnittkante ab, im rechten Winkel zum Lenker. Wenn ihr das Lenkerband jetzt wieder aufwickelt, solltet ihr eine saubere Abschlusskante erzeugt haben. Haltet jetzt das Ende des Lenkerbands mit der einen Hand fest und nehmt euch mit der anderen euer Abschlussband. Richtet dieses Abschlussband auf der Unterseite des Lenkers so aus, dass ca. 1 mm vom Abschlussband über das Lenkerband hinaussteht und wickelt dann das Abschlussband in der gleichen Wicklungsrichtung wie das Lenkerband um euer Lenkerbandende. Wenn ihr das mit genügend Zug macht, seht ihr, wie hier, dass das Ende des Abschlussbands sauber über das Ende des Lenkerbands drüber klappt und ihr erzeugt so einen optisch sehr schicken Abschluss eures Lenkerbands. Wenn ihr auf der Unterseite des Lenkers angefangen habt, solltet ihr jetzt auch wieder auf der Unterseite des Lenkers angekommen sein. So verhindert ihr, dass die Kante des Klebebands in eurem Sichtfenster bleibt. Dann klappt ihr die Bremsgummis um, stellt dabei sicher, dass die Pins wieder ordentlich in den entsprechenden Löchern einrasten. Und zu guter Letzt schnappt ihr euch euren Endplug, richtet das Ergon-Logo am Lenkerende aus, klappt die Kanten des überstehenden Lenkerbands um und drückt den Endplug einfach mit etwas Kraft in den Lenker hinein. Die linke Seite ist genauso wie die rechte Seite, nur dass sie spiegelverkehrt ausgeführt wird. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch hier. Wenn ihr unser AutoCell Padset verwendet, ist jetzt der Moment, um dieses aufzubringen. Das heißt, ihr macht es wie auf der rechten Seite, ausrichten, kürzen und montieren. Dann kommen wir zum entscheidenden Schritt, das heißt die Ausrichtung des Lenkerbands nach der Textur. Ich nehme an, ihr wollt die gleiche Textur auf der linken wie auf der rechten Seite haben. Das heißt, ihr startet euren Wicklungsprozess auch mit dem gleichen Ende wie auf der rechten Seite. Das heißt, wenn ihr den Anfang richtig macht, ist der weitere Prozess genauso wie auf der rechten Seite. Wählt euer Ende, richtet das auf der Lenkerunterseite entsprechend aus und wickelt von innen nach außen, wie hier gezeigt, die erste Wicklung. Wenn die erste Wicklung sitzt, orientiert euch an eurer Wickelhilfe. Denkt dran, im Radius, dass das Lenkerband überall überlappt. Wenn ihr an der Bremsgriffunterseite angekommen seid, schaut, dass die Kante des Lenkerbandes in der Phase des Bremsgriffs verschwindet. Wenn euch jetzt auffällt, dass ihr das Stück Lenkerband für die Bremsgriffschelle vergessen habt, so wie bei uns, kein Problem. Schnappt euch das Ende des Lenkerbandes, schneidet euch die 8 bis 10 cm Schnipsel ab und klebt sie einfach auf die Bremsgriffschelle drauf. Die weitere Wicklung erfolgt dann wie auf der rechten Seite. Denkt auch hier im engen Radius daran, dass das Lenkerband wieder vollflächig gewickelt wird. Wenn ihr an eurer Endmarkierung angekommen seid, führt wieder einen kleinen Schnitt senkrecht zu eurem Lenker auf eurem Lenkerband aus. Wickelt etwas Lenkerband ab, schneidet sauber an der Sichtkante ab und wickelt das Lenkerband wieder auf. Haltet das Lenkerbandende mit einem Finger fest, richtet euer Abschlussband auf wie auf der rechten Seite und wickelt das Abschlussband mit genügend Zug um das Lenkerband in der gleichen Wickelrichtung, wie ihr auch das Lenkerband gewickelt habt. Dann klappt ihr die Bremsgriffgummis wieder zurück und schnappt euch den Endplug. Wie auf der rechten Seite ausrichten, einklappen, eindrücken. Ihr habt gesehen, Lenkerband wickeln ist kein Hexenwerk. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Aber jetzt viel wichtiger, viel Spaß beim Radeln. Macht's gut, ciao.